Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Walkthrough GTA Vice City. Ihr seht, ich habe wieder meine 581.550 Dollar, aber ja, 10.000, über 10.000 Schuss von der M60. Und damit werden wir jetzt die letzte Attentäter-Mission absolvieren. Ja, genau. Die befindet sich hier gleich in der Nähe. Ja, ihr wollt vielleicht wissen, wie ich es jetzt genau geschafft habe, auf den Betrag zu kommen. Ich habe mir dann die kugelsichere Weste nochmal gekauft, obwohl sie bereits voll war. Das geht, also man kann da eigentlich sinnlos Geld auch ausgeben. Ich hätte mir auch so ein leichtes Mädchen von der Straße, hätte ich mir einsteigen lassen können und die hätte mir dann kontinuierlich Geld abgezogen. Aber das wollte ich dann irgendwie nicht. Ja, ich skippe wieder die Zwischensequenz, wie bereits gewohnt. Ja. Wenn es dann geht. Das FBI macht einen, also schließt einen Drogendeal ab mit den Street Wannabes, also den Sharks. Und ja, wir sollen da natürlich intervenieren und wie sagt man? Ja, das also die Ware an uns reißen und dann genau und dann sie an einen bestimmten Ort bringen. Das ist die letzte Mission von unserem Auftraggeber, dem Mr. Black. Ich gehe davon aus, dass er sich mit dem Stoff, den wir jetzt für ihn klauen, dann erstmal ein irgendwo ein ruhiges Leben gönnen wir. Ja, ich glaube, ich nehme für den Rest dann das Scharfschützengewehr. Das geht ein bisschen besser. Außer die offensichtlichen. So. Scharfschützengewehr, ja. Wo? Ja, da hinten, ja, genau. Ja. Ah, schön, dass ich gleich, woher du kommst, mein Junge. Adios. Woher kommen noch Schüsse? Ah. Ich hab doch vorhin. Ah. Ah, da oben. Okay. Ups. War nicht geplant. So, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft, oder? Jetzt nehmen wir noch, ja. Also jetzt sind wir wirklich mit den stärksten Waffen ausgerüstet. Woher wird geschossen? Ah. Ah, da oben. Ups. Er schießt. Ist unglaublich, wie viel. Oder ist es die CIA? Ich weiß nicht, es ist FBI. Oh. Jetzt nehme ich mir hier aber wieder die MP5, weil dass ich noch keine Polizeisterne habe. Die hat doch eine tolle Reichweite, die MP5. So, wer will noch mehr? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ups. Hä? Aha. Es ist ruhig geworden. Ich habe die Ware und bringe sie zum Helipad am Flughafen. Ja, jetzt wechsle ich wieder da hier zur. Ja, keine Angst, denn.
Hallo Jungs. Ist da noch einer? Ja. So. Das wär's. Wir schnappen uns die Ware und den Hubschrauber und fliegen zum Flughafen. Ich habe von einem mal gelesen in einem Forum, dass der hat sich selber die, das finde ich noch cool, der hat sich selber die Aufgabe gestellt, diese letzte Attentätermission so abzuschließen mit dem Scharfschützengewehr, dass er keinen einzigen Treffer abbekommt. Ja, warum nicht? Kann man machen. Finde ich noch eine coole Idee. Ich meine, man kann da sehr Open World, also man kann da so spielen, wie man will. Ich habe jetzt 16.000, wunderbar. Und damit sind auch die Attentäter-Missionen alle abgeschlossen. Ihr könnt euch das jetzt noch schnell in den Statistiken zeigen. Wir haben bei den Statistiken haben wir ...85%. Und ja, das habe ich sie schon, vorhin hat man es wahrscheinlich schon gesehen. Ausgeführte Attentätermission 5 von 5.